Die Herrschaften, ich habe gute Kunden zu tun. Hallo? Ah, jetzt. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Ja, also erstmal möchte ich da mal was wissen. Dieses Weingut Belgard, warum ist das so erstrebenswert? Ach, du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich und er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Ich erspare dir die Einzelheiten. Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen Weingut verbindet. Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Was? Crespi? Belgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgard übernehmen. Moment mal, du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Wie schön, dass wir zu einer Übereinkunft kommen konnten. Nun bleibt nur noch zu klären, was aus Coronata und Vermentino wird. Ich war länger mit den Nachforschungen beschäftigt. Es gibt noch ein paar Probleme, aber um die kümmere ich mich. Vorzüglich. Dann warten wir auf entsprechende Nachrichten. Am besten gute. Wie, soll ich nochmal dann zurück? Und... Ja, war ja irgendwie klar, dass man da nochmal hin muss, also gut. Aber das ist ja hier alles doch relativ in der Nähe, da brauche ich überhaupt gar keine Schnellreise machen. Nö, okay, dann... Huch! Ja, tada! Plötze, komm her! So. Da können wir auch so schnell hinreiten. Und das Wetten, das sind alles noch diese ekelhaften Blumen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich meine, sonst wäre es ja nicht lustig. Ich bin irgendwie falsch geritten. Mist. Es wäre ja kein Spaß, wenn es nicht noch ein paar Blumen wären. Deswegen musste ich mich kurz wieder über die Stirn jucken. Also das ist bestimmt noch ein Nest und einmal Banditen und einmal Blume. Das denke ich mir so. Da kann plötzlich wieder nicht lang, also... Was? Miau? Ach nee, ich glaube, es waren die Vs. Wenn die Mehrzahl von einem V Vs ist, wahrscheinlich... Ich sehe sie doch schon. Ich sehe euch doch schon keck über die Steine luken. Oder zumindest ein. Ist das nur eine? Ey, wo ist sie denn? Ich komme da gar nicht hoch. Ah, jetzt. Tatsächlich nur eine. Okay, Gott sei Dank. Wir werden hier in Toussaint einfach eine Blumenpestizide-Fabrik aufmachen.
die jedes Unkrautvernichter, genau das Wort habe ich gesucht. Wir machen eine Unkrautvernichterfirma auf, verkaufen dann Unkrautvernichte-Zeugs und werden verdammt reich. Wenn ich an diese Wichser auf Vermentino denke, ach, was reg ich mich auf? Ja, reg dich nicht so auf. Hey, wo ist der Tote denn von hier? Und wo ist meine Blume, die ich noch ausnehmen wollte? Dämlichen Bauern. Du hast mich mit dem Scheiß angestellt. Klauen wir hier einfach alles. So läuft es also bei euch, aha. Ich verstehe. Also einmal Blumen haben wir jetzt schon weg. Jetzt kommen nochmal Banditen. Plötzlich kannst du uns hinterherlaufen, wenn wir hier so lange latschen. Hallo ihr. Oh, ihr seid aber gute Banditen. Ja. Oh. Alle zusammen? Alle, ihr seid zu zweit, du Idiot. Alles bestens bei mir, du brauchst mich nicht zu warnen, keine Sorge. Ja, ja, der Wein wird sauer. Du Scheiße! Na, wie lange soll ich noch warten? Na komm. Oh, wie süß. Ich liebe meinen Beruf. Welcher Beruf, Mann? Du bist Bandit, das ist kein Beruf. Ja. Zum Roy, Hexenberg. Richtig. Gut erkannt, mein Freund. Wunderbar. Durchs Herz. Ach, immer schön, wenn man was Gutes tun kann. Warum haben wir das aber eigentlich getan? Gibt's hier was bei diesem... Gibt's hier was Schönes? Pflaumen, das ist natürlich schön. Okay, für die Bahn hat es sich doch gelohnt. Färbemittel, das ist auch schön. Oh. Na, aber eigentlich hast du ja schon was echt Schönes ausgerüstet, plötzlich. Naja. Können wir dann später irgendwann mal verkaufen oder so. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich genau hin? Ich meine, hier können wir wahrscheinlich... Aha, hier können wir drüber. Okay. Manchmal sieht es so aus, als könnte man über das Wasser drüber reiten, dann kann man es nicht. Und da, wo man denkt, ach nee, das geht nicht... da geht es dann plötzlich doch. Na schön, okay. Hallo. Ich gehe spazieren. Tschüss. Schön, dass die... Okay. Brief an Cosmo Kirille. Bruder, genug des Zögerns, des Ärgers, der Schuldgefühle. Liam de Coronata zahlt dir so gut wie nichts. Zahlt dir so gut wie nichts. Und du hast eine Familie zu ernähren. Also tu, was ich dir sage. Belade einen Wagen mit Fässer dieses neuen Gewürzweines und verlasse nachts leise das Weingut. Wende dich mit dem Wagen nach Nordwesten und sobald du den Fluss überquert hast, wirst du dort von Männern erwartet. Gib ihnen die Fässer. Sie müssen diesen Wein wirklich unbedingt wollen, denn der Vorschuss ist ein wunderbarer schwerer Beutel. Aber sei vorsichtig, denn im Plessurtal sind zwei abscheuliche Felstrolle auf der Jagd. Du fragst dich sicher, wie die Trolle dorthin gelangt sind. Sie wurden importiert für das Turnier, damit die Ritter zum Vergnügen der Menge gegen sie kämpfen. Aber sie sind dem Transport entkommen und ziehen nun mordend durchs Land. Aber es interessiert niemanden hier im Land, deswegen laufen sie einfach so rum. PS, verstecke den Anteil des Vorschusses, den ich dir geschickt habe, denn wenn jemand das Geld bei dir findet, werden Fragen gestellt und unser schönes Geschäft endet schneller, als es begonnen hat. PPS, mein persönlicher Rat, vergrabe es in einen Misthaufen. Dort wird keiner suchen. Gut, ich interessiere mich auch nicht für die Trolle. Okay, anscheinend muss ich mich für die Trolle interessieren. Hallo, die Herrschaften. Ich hätte mal eine Frage, so rein geschäftlich natürlich. Ach ja, die konnten ja so halb reden.
Aua. Ja, manchmal mal zu frei, Klopsi. Hier, fang mal. Ja, Ruhe, geh weg von mir. Ich weiß nicht, was kann man denn bei... Was macht man denn bei Trollen am besten? Nein. Ja, ich hab's schon kommen sehen. Vielleicht sollte ich mich vorher belesen, was man am besten bei Trollen macht. Weil wir müssen die besiegen. So hat es nicht gegolten als erledigt. Wie jetzt sind wir hier? Willst du mich verarschen? Ach, was reg ich mich auf? Warum? Ich meine, so weit zurück. Das ist doch unfair. Oh Mann. Also gut, nochmal losreiten. Diesmal lasse ich die Banditen da unten Banditen sein. Das ist mir egal, was sie diesmal machen. Ich reite die zumindest mal um. Hallo. Irgendwelche letzten Worte? Nein, haben sie diesmal nicht. Oh Mann, ich mag keine Trolle. Trolle sind scheiße. Und Pflanzen. Überhaupt sind alle Monster scheiße, die uns töten wollen. So kann man es eigentlich mal ganz knapp in klaren Worten fassen. Alles, was uns töten will, ist scheiße. Was sagt denn unser Klosar zu Trollen? Was sind die denn? Da sind sie schon mal nicht. Warte mal, Konstrukte sind ja eigentlich auch nicht. Oder? Bin mir immer nicht so ganz sicher. Golems? Nee, das sind sie nicht. Nekrophage. Die wahrscheinlich... Ah, doch, hier... Nee, Eistrolle. Felstrolle. Wirksam ist Gwen und Ogrioden. Ogriodenöl. Aha. Menschen Rätsel sagen, aber nicht Tricks. Sonst Troll, bumm, auf Kopf. Felstroll, der in den Höhlen von Unwig lebt. Wenn man beim Wandern auf sich einen fortbewegenden Felsen stößt, sollte man ja nicht denken, die Augen würden einen Streich spielen. Stattdessen sollte man sein Schwert ziehen, denn man steht einem Felstroll gegenüber. Natürlich endet nicht jede Begegnung mit dieser Kreatur im Kampf. Auch wenn sie nicht besonders intelligent sind, sind Trolle doch vernünftig gewesen. Aber es ist besser, auf das Schlimmste gefasst zu sein. Ansonsten könnte es passieren, dass die Wanderung nicht auf dem Gipfel, sondern im Kochtopf endet. Das ist aber nett. Haben wir denn so Öl? Wahrscheinlich eher nicht, weil ich diese Öle ja immer relativ ignoriere. Es würde mich doch überraschen, wenn wir so eins haben. Geisteröl, Hybrid, Vampir, Konstrukt, Gift... Verflucht. Nein, natürlich nicht. Pass auf. Wir gucken mal. Wenn es fertig geladen hat. Absude sind ja keine Öle. Das ist eine wichtige Sache, die man sich merken sollte fürs Leben. Halt hier. Insektoide. Hier, das da. Ja, plopp, komm. Na also. Was fehlt denn da jetzt? Aha. Zeug. Okay, verbessertes Hybridenöl. Ja, guck mal. Das ist ja schön. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, das war's. Aber wenn man schon mal dabei ist, dann kann man dann auch ordentlich mal Öle aufs Schwert kloppen, ne? Die Frage ist, verbessern sich, warte, mir fehlen die Worte. Laden sich die Öle auch von selbst wieder jetzt auf oder eher nicht so? So. Gewenden wir also das wirksam. Ja, ist ja gut. Ey, du. Am besten gar nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Uah.
Lass mich mal hier durch, danke. Komm schon, komm näher. Ah, ich muss mich entspannen. Unkonzentrierter sein. Ich bin mal kurz ein bisschen ruhig, ne? Bei Kämpfen ist echt besser ruhig zu sein. Okay, einer ist geschafft. Okay, also absolute helfen definitiv. Wir sollten uns das unbedingt merken. Auch wenn jemand dachte, es ist sinnlos, absolute helfen gut. Wirklich. Ich bin mir hundertprozentig sicher. So, hier, dass wir den gelesen haben. Also absolut bin ich mir sicher, wir haben das jetzt geschafft wegen der Absuden. Also wegen dem Absud. Ne, es war ein Öl, nicht Absud. Aber da bin ich mir wirklich hundertprozentig sicher und ich werde aber jetzt nicht mehr sagen, dass diese Öle und absolute Mist sind, weil das wäre jetzt gelogen. So, pass auf, ich speichere gleich mal unseren Triumph. Ist das hier, gell? Ja, das ist hier. War das jetzt wirklich da? Ich habe gar nicht wirklich hingeguckt. Naja. So, ist gut. Alter, warte mal. Erstmal eine Runde meditieren. Und erstmal wieder ein bisschen entspannen. Oh. Also man muss schon entweder, ich bin wirklich schlechter geworden, was natürlich immer möglich ist, oder aber es ist einfach nur mal einen Zacken schwerer geworden. Das glaube ich tatsächlich, ich glaube es ist eine Mischung aus beiden. Ich bin schlechter geworden, was durchaus sein kann, weil ich eben lange nicht gespielt habe. Und ich bin mir auch sicher, die haben es nun mal ein bisschen schwieriger gemacht. Das Lager ist verlassen, ja. Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Ja, das ist mir jetzt egal. Sollte mich dennoch umsehen. Nein, jetzt nicht. Lauf, Blitze! Wir sind wegen was anderem hier, nicht wegen dem Lager. Ich weiß nicht mal, was das für ein Lager ist. Mach's gut, Lager. Na, mal sehen, was haben wir denn jetzt nochmal für Viecher, gegen die wir kämpfen dürfen. Erstmal Schutzschild über unseren Körper stülpen. Personen in Not. Warte mal, der Kampf hat noch nicht begonnen. Ich will mal ganz kurz was schauen. Wir haben ja noch 2 Punkte zu vergeben. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Da haue ich die natürlich mal noch in unser Schutzschild rein, weil ich liebe das Schutzschild. So. Und so. Ist das damit vollkommen aufgehört? Nee, noch nicht. 2 Stück fehlen da noch. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ach, in der Höhle. Die feine Gesellschaft residiert in einer Höhle. Mhm. Hallo? Die Herrschaften? Oh ja, natürlich. Hey! Auch Bogenschützen. Natürlich. Hey! Au. Na komm schon. Alles gut. Schon dabei.
So, einmal weg mit dir. Heute kommt der Tod dich holen! Rette mich! Zeit ist zu beenden. Das Leben ist schön, du bist gleich tot, mein Kumpel. So. Guck mal, hab dich gerettet. Na du? Alles gut bei dir? Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Oh, aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Na gut. Geh voraus, ich folge dir. Merkwürdigste Anmache, die ich jemals gehört habe. Eigentlich brauchen wir keine Kräuter, aber na gut. Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Ein sehr komisches Angebot, aber erstmal was ganz anderes. Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonntau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Meint die damit diese widerlichen Blumen? Zeig mal, was du hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die mit widerlichen gelben Sonnentau die Blumen meinen, aber das wäre für mich irgendwie das Logischste. Ich möchte eigentlich darüber zu ihr wechseln. Ah, jetzt, okay. Trank der Leerung, aha. Ach, guck mal, das ist, füge alle Fähigkeitenpunkte, mit denen Fähigkeiten entwickelt wurde, dem verfügbaren Punkten hinzu, sodass sie neu eingesetzt werden können. Das ist das, was wir schon mal hatten. Wiederherstellungstrank. Stelle alle Fähigkeitenpunkte wieder her, mit denen Mutationen entwickelt wurden, sodass... Das ist für die normalen Fähigkeiten und das ist für die Mutationen. Alles klar. Parfum. Nein, danke. Färbemittellösung, das ist schön. Überlegene schwarzes Blut. Wir haben nicht so viel Geld, sonst würde ich das natürlich gerne kaufen. Herausgerissene Seite. Absurde. Aber wir haben echt nicht so viel Geld. Wir können eigentlich mal ein bisschen Zeug von dem Sonstigen verkaufen. Das brauchen wir eigentlich nicht, oder? Wird zum Abschließen einer Quest benötigt. Ja gut, aber das hier ja eigentlich eher nicht so. Guck mal, für dich. Oh. Gut, dann nicht für dich. Mach's gut. Tschüss. Danke. Bis dann. Warum grinst die so komisch? Yeah, wir haben es geschafft. So, kehre zu Lia und Mathilda zurück. Da kann ich rüberlaufen. Guck mal, da hat noch irgendwas in der Hand, oder? Sieht ein bisschen so aus. Warte. Jetzt geht's wieder. Das sah gerade eben so aus, als hätte er noch was in der Hand gehalten. Haben wir ihn mal kurz therapiert. Ist das da vorne schon der Ort, wo wir hin müssen? So nah sind die Weingute aneinander. Das ist ja kein Wunder, dass die schlecht verkaufen. Guten Tag, Herr Händler. Tschüss, Herr Händler. Eigentlich hätte ich mal mit dem reden sollen, aber zu spät. So, darf ich immer durch die Herrschaften? Darf ich mal? Dankeschön. Guten Tag. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Nee, ich bin nur so zum Spaß hier. Die Probleme sind behoben. Coronata und Vermentino können ihren normalen Betrieb wieder aufnehmen. Unter den Umständen ist es mir ein Vergnügen, bekannt geben zu können, dass das Belgard-Weingut offiziell an das neue Konsortium überschrieben wird, das ihr beide bilden werdet. Wirklich? Nicht zu fassen. Wir haben es geschafft. Danke, Hexer. Ich weiß nicht, wie wir uns erkenntlich zeigen sollen. Ihr könntet mit meinem Lohn anfangen. Ja, ehrbar verdient. Fürwahr.
Hier. Ich will ja nicht darauf pochen. Doch ihr werdet noch froh über die Hilfe eines Fachmanns sein. Eins nach dem anderen. Kommt mit. Es ist höchste Zeit, dass ihr Belgard seht. Ich weiß nicht, was ich von seinem Ton halten soll. Komm mit, Hexer. Vielleicht gibt es noch Arbeit für dich. Na gut. Also gut, gehen wir. Ich weiß zwar nicht, was für Arbeit er damit meint. Und wir sind ja auch nicht wirklich ein Fachmann, aber okay. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod... Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben. Von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Also ganz ehrlich mal, seit wir hier angekommen sind, müssen wir irgendwelche komischen Mutantenblumen beseitigen, die in irgendwelchen Weingutgärten, Weinreben, Bergen sprießen. Wie um alles in der Welt hat diese Gegend, also Toussaint, es geschafft, bevor wir hergekommen sind, überhaupt zu überleben? Ich meine ganz ehrlich, das sind jetzt drei Weingute, die infiziert sind. Das andere Weingut, das Kaiserliche, ich weiß nicht mal, wie das hieß, hatte einen Wein, wie heißen die, Winzer, der hat sich ja mal einfach kaufen lassen von irgendwelchen Banditen. Also, wie zur Hölle haben die es hier überhaupt geschafft zu überleben? Ich meine, mittlerweile müssten die ja von Blumen zerfressen worden sein. Ich hab mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. Da sind auch bestimmt noch mehr Kackblumen. Natürlich haben die hier wieder 5 Probleme. Das ist alles so verwahrlost hier. Das ist unglaublich. Falsche Richtung. Na, Glückwunsch. Oh ja, wir haben da so ein kleines Problem auf unserem Weingut. Könntest du mal gucken? Ich glaube, es sind gelbe Blumen, die da sprießen und unsere Fassade fressen. Ach, sei ruhig, Mann. Ich zittere am ganzen Leib. Mach die Arbeit wegen der Hunde. Was willst du? So, was habt ihr hier für Probleme? Hallo? Wie schmeckt dir das, Silber? Oh, schmeckt mir aber niedlich. Die sind immer angenehm. Aua. Angenehm, habe ich gesagt. Angenehm. Angenehm bedeutet, dass er mich nicht nervt. Wir kommen. Aua. Lass mich doch in Ruhe. Sagt der Richtige, ich bin derjenige, der das Spiel tötet. Aber okay. Was? Wieso? Oh Mann, ich bin immer zu stürmisch. Ich muss viel bedachter in die Kämpfe reingehen. Das ist halt echt so, wenn man lange nicht Witcher spielt und andere Spiele, wo man einfach so reinbrettern kann, da ist das schon eine Umstellung. Weil in Witcher ist echt so, spring nicht einfach rein in den Kampf, weil da machen die dich echt platt. Geh langsam rein, überleg dir vorher, wie du reingehst und kämpfe dann gegen die Gegner. Und sonst ist halt immer so, ja, renne rein in die Kämpfe, guck, was du platt kriegst und kurz bevor du stirbst, rennst du weg. Aber hier geht das halt nicht so einfach. Na gut. Heute scheint auch einfach nicht mein Tag zu sein, glaube ich. Also jetzt so nach knapp 2, 2,5 Stunden bin ich mir ziemlich sicher, heute ist nicht mein Tag.